GM und herzlich willkommen zu Episode 21 von Kryptoticker, der Podcast. Benno Siebern ist absolut überzeugt davon, dass NFTs unseren Alltag in Zukunft in ähnlicher Weise beeinflussen werden wie das Internet oder das Smartphone. Seine Reise in das NFT-Rabbit Hole begann bereits 2020 und mittlerweile hat Benno mit OGverse und dem NFT-Stammtisch seine eigene Community aufgebaut und mit der OGCon vernetzt er seine Community auch in Real Life. Auf der NFT Paris konnten wir mit Benno aber nicht nur über seine eigene Community sprechen, sondern auch über eines der Themen, das ihn an NFTs am meisten fasziniert: IP und Lizenzrechte. Wir sprechen über Fluff Universe als Paradebeispiel für die Nutzung von IP-Rechten durch die Community, die Bored Apes als Frontrunner, seine Pläne und die Motivation hinter dem NFT-Stammtisch und viele mehr. Also direkt rein in Episode 21 mit Benno Siebern. Und falls du das nicht sowieso schon gemacht hast, dann lass uns auf jeden Fall noch schnell eine Bewertung da. Benno, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen auf der NFT Paris und herzlich willkommen beim Kryptoticker-Podcast in der kleinen Aufnahme-Ecke, die wir uns hier eingerichtet haben. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Freue mich, hier zu sein. Ja, cool. Sag mal, was hast du schon so mitgenommen hier? Also wart ihr gestern schon da? Hast du gestern schon ein bisschen umschauen können, ein bisschen Kontakte knüpfen oder sowas? Oder wann bist du gekommen? Ja, wir sind eigentlich einen Tag vorher schon gekommen, abends. Ja. Hatten noch geguckt, ob wir irgendwie auf ein Side-Event kommen. Da hatten wir leider keine Tickets mehr gekriegt und haben dann früh morgens losgelegt, waren erst in der NFT Factory beim World of Women Frühstück. Das war ziemlich cool, waren viele Leute da, super viele Künstler getroffen auch, die man sonst vielleicht gar nicht so unbedingt trifft. Ja, und danach haben wir den Tag hier auf der Messe verbracht und sind eigentlich die ganze Zeit im Kreis gelaufen und bei jeder Runde haben wir jemand Neues kennengelernt. Ja, ist schon ganz cool, ne? Zum Connecten ergibt es, finde ich, schon Sinn, hierher zu kommen, ne? Ja, auf jeden Fall. Okay, also, wenn du Menschen kennenlernst hier, was ist dein Pitch? Wenn dir die Frage, und was machst du so? Also was erzählst du denen? Was ist deine Antwort? Es kommt auf den Menschen tatsächlich drauf an, weil wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, der selber irgendwo als Künstler unterwegs ist oder so, dann spreche ich eher darüber, dass ich Community-Aufbau mache. Wir haben so einen wöchentlichen Zoom-Call, wo wir Menschen helfen, in NFT-Space kommen. Und wenn ich jemanden kennenlerne, der offensichtlich selber Degenerate ist, dann rede ich eher darüber, dass ich seit Anfang 2021 schon im NFT-Space bin und relativ früh vor diesem ganzen Hype mit eingestiegen bin und die Chance hatte, da auch echt viele coole Projekte auch damals kennenzulernen. Okay, also, aber ist es dann dein Hauptthema, dieses Community-Building oder investierst du viel oder was ist dein Thema, mit dem du dich beschäftigst? Bist du selbstständig? Bist du deiner Company unterwegs oder was ist dein Setup? Also im Moment machen wir das tatsächlich eher so als Hobby, weil ich selber über die VFriends Community super viel gelernt habe. Ich bin damals, als das anfing mit VFriends, immer morgens um 4.30 Uhr aufgestanden, um dann in den Clubhouse Calls mit dabei zu sein. Und Clubhouse noch, ne? Deswegen, OG stimmt schon bei mir, glaube ich. Und wir haben so viel Hilfe uns gegenseitig damals gegeben und ich habe so viel gelernt und so viel Tipps bekommen, das ist einfach unbezahlbar. Und deswegen habe ich irgendwann angefangen zu sagen, ich möchte das gerne auch in der deutschen Community irgendwie machen. Ich möchte das ein bisschen zurückgeben und haben so durch diese Calls halt dann angefangen, unsere Community aufzubauen. Und das ist kostenlos, da kann jeder dran teilnehmen, wenn er Fragen hat, wenn er sagt, ich bin noch ein bisschen unsicher und möchte vielleicht nicht irgendwie so ein Coaching direkt bei irgendjemandem kaufen. Die können halt bei uns einfach dann reinschauen, reinschnuppern und völlig unverbindlich sich das mal angucken. Okay, also, aber richtet sich das dann eher an, ich sag mal, Anfänger in Anführungsstrichen, die wirklich neu in den Space reinkommen? Also sind die Fragen, ich sag jetzt mal, eher auf dem Niveau, wie richte ich mir eine MetaMask ein, anstatt wie optimiere ich meinen Gasper oder keine Ahnung, wie farme ich Coins, Tokens auf Blur? Alles. Also wir sind super divers und das ist das Schöne. Wir haben Leute, die sind jetzt schon seit einem Jahr mit dabei und die haben auch natürlich schon jetzt ein ziemlich hohes Level irgendwie erreicht. Und wenn da natürlich jemand neu reinkommt und sagt, hey, wie richte ich meine MetaMask ein? Da wird aber keiner irgendwie rausgepusht oder dass sich also da jemand... ist total supportive. Genau, und das ist halt so das, was wir haben wollen. Also auch so die Emotionen damit drin. Da geht es auch manchmal um Privates. So wenn jemand erzählt, hey, ich war irgendwie auf Bali unterwegs und da hing Bored Ape an der Wand und hat ein Foto dann irgendwie, was er mal zeigt. Also das ist so das Herz dieser Community. Ja. Okay, aber das ist nicht dein Date-Job sozusagen, nein, du machst nein. das nebenher. Genau, ne? Also das, was ich nebenbei mache. Ja, okay. Und wir hatten vorher kurz gesprochen, du hattest was gesagt mit IP-Rechten, dass das so deine Leidenschaft noch ist. Ja, absolut. Ich
bin schon mein Leben lang irgendwie immer so Marketing begeistert gewesen. Also ich komme eigentlich aus dem klassischen Vertrieb und habe dann immer geguckt in Amerika, welche Marketingkonzepte haben die gerade. Direktmarketing, als das Ganze mit Online-Vertrieb losging und sowas 2010, 11, bin schon immer auf irgendwelche Seminare geflogen, habe mir das angeguckt und habe dann diese Strategien immer umgesetzt dann auf meinen Vertriebsbereich und war da relativ erfolgreich mit, hat immer ganz gut funktioniert. Und deswegen habe ich jetzt immer das Augenmerk natürlich auch darauf, was kann ich eigentlich mit NFTs machen? Weil das ist, glaube ich, diese ganz große Frage, die sich viele stellen. Ich glaube immer, dieser Begriff in NFTs zu investieren ist falsch, weil erstmal ist es für mich einfach nur ein Objekt, es ist erstmal nur ein Gegenstand, der ist halt digital. Und das, wie ich früher irgendwie eine Uhr gekauft habe, habe ich jetzt halt ein NFT. So, es ist nichts anderes für mich in meiner Welt. Und jetzt habe ich ja die Möglichkeit, Funktionen hinzuzufügen. Und darüber kann man sich Gedanken machen. Und eine dieser Funktionen ist, ich kann Teil von einer Marke werden, wenn das NFT-Projekt so aufgebaut ist. Und da spreche ich total gerne drüber, zu sagen, wenn es könnte ein Investmentgrund oder Kaufgrund sein, ein NFT zu kaufen, weil ich Teil dieser Lizenz sein möchte. Das heißt, ein Bored Ape kaufe ich vielleicht aus dem Grund gar nicht, weil ich da irgendwie auf irgendwelche tollen Partys möchte in New York oder irgendwo in Kalifornien, sondern weil ich sage, ich möchte das gerne benutzen, um mein eigenes Produkt zu erschaffen. Oder ich habe vielleicht schon eine Firma und könnte diese Marke nutzen, um meine Produkte besser zu verkaufen. Ja, das ist ja gerade, also ne, ich glaube, Bored Apes sind da so ein bisschen das Paradebeispiel oder so die ersten bekannten Cases. Ne? Es gibt diese Brauerei, glaube ich, es gibt irgendwie den Burgerladen. Richtig. Weiß nicht, ob der, hat der nicht irgendwie pleite gemacht mittlerweile? Bin ich gar nicht auf aktuellen Stand, ich habe irgendwas im Kopf, aber ist auch egal. Also da gab es ja wahnsinnig viele, ich sag mal, Ableger von den Holdern, die dann gesagt haben, alright, alles klar, ich mache da auf der Basis meines NFTs oder meiner NFTs, die ich besitze, dann tatsächlich einfach ein Produkt da draus. Ja. Ich habe aber so oft das Gefühl, also ich sehe den Case total, aber ich habe manchmal das Gefühl, das ist alles noch sehr hemdsärmelig stellenweise. Also das ist noch, wird noch nicht so richtig professionell betrieben. Ja. Ist auch so. Also das sieht man ja auch teilweise an den Lizenzbedingungen. Also das ist ja alles noch sehr Web2-lastig. Wenn ich einen Impact Theory Token habe in der seltensten Rarity, da zahle ich 2.500 Euro für ungefähr jetzt aktuell. Da bekomme ich Zugriff auf IP-Rechte, also Intellectual Property Rights, also die Nutzungsrechte, zum Beispiel von Steve Aokis Marke, die er aufgebaut hat. Oder ein anderer berühmter DJ, Top 20 der Welt, ist Don Diablo. Auch der hat ein eigenes Comic rausgebracht. Und ich bekomme Lizenzrechte, diese Charaktere für eigene Produkte zu verwenden. Und das ist natürlich, wie es, ja, das ist jetzt kein, nächstes Jahr werde ich damit super erfolgreich, weil ich jetzt da diese Nutzungsrechte habe. Das ist vielleicht ein 5- oder 10-Jahres-Spiel. Ja, das muss sich halt, glaube ich, auch erst so ein Stück weit entwickeln, ne? Also diese ersten Cases mit, ich druck halt den Bored Ape auf eine Bierdose und sag, das ist das Bored Ape Brew oder keine Ahnung, wie das Ding hieß. Ja. Das ist halt low-hanging fruit. Also ich glaube, da sind noch wesentlich mehr Cases. Hast du irgendwas speziell im Blick, wo du sagst, so das ist ein spannendes Setup oder da gibt's irgendwie eine NFT-Community, die sich da besonders gut aufgestellt hat mit diesen IP-Rechten, die das irgendwie besonders gut umgesetzt hat? Das kommt wieder darauf an, was für eine Art von Business hast du. Wenn du Künstler, Musiker zum Beispiel bist, gibt's das Fluff Universe. Ja, sag mir was, ja. So, Fluff ist eine Community, die hat ein riesiges Backoffice, so nenne ich das jetzt mal. Das heißt, die haben ihre Hauptkollektion, diese Hasen, die ja auch alle mit Musik versehen sind, die bewegen sich. Wenn ich so einen besitze, dann kann ich den selber tatsächlich einen echten Charakter verwandeln. Also da gibt's jetzt schon Musiker, die haben den animiert und machen damit Videos auf YouTube und lassen diese Hasen dann singen zum Beispiel oder haben den als Bandmitglied. So, und da ergibt Sinn, wenn ich selber in diesem Space Musiker, Produktion irgendwo unterwegs bin, so ein Projekt, ich kann den benutzen, ich kann den für Marketing benutzen, ich kann den als Sidekick benutzen, ich kann den für alles Mögliche verwenden. Und alle Leute, die in diesem Projekt drin sind, sind auch tendenziell, also alles ist natürlich ein großes Wort, aber die Menschen sind tendenziell auch interessiert an Musik und an Kunst in diesem ganzen Entertainment-Bereich. Moment, jetzt gibt's erstmal ein bisschen Werbung. Und zwar für Kryptoticker. Kryptoticker ist nämlich viel mehr als nur dieser Podcast. Kryptoticker ist die Community rund um Kryptowährungen, Web3, NFTs und allem, was dazugehört. Bereits seit 2015 kümmert sich das Team von Kryptoticker darum, Neulingen und Profis eine Heimat im Kryptospace zu bieten. Auf kryptoticker.io findest du jeden Tag neue Artikel und Insights, prall gefüllt mit News,
Tipps, Hintergrundinfos und spannenden Einblicken. Im Kryptoticker Discord kannst du dich außerdem mit Tausenden von Gleichgesinnten austauschen, Fragen stellen, Kontakte knüpfen und vieles mehr. Schau am besten gleich jetzt in die Shownotes, denn da findest du alle Links zu Kryptoticker und kannst direkt ein Teil der Community werden. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit Kryptoticker, der Podcast. Glaube ich, ich finde das super. Ich will gar nicht jetzt negativ sein. Ich habe nur einen so einen Gedankengang, wo ich nicht weiß, wie das von der Lösung aussieht, oder vielleicht ist es auch gar kein großes Problem. Wenn du momentan eine Brand hast, dann ist ja die Lizenz sehr, sehr klar. So Web2-Brand, ne, Web2 finde ich immer schwierig zu sagen, aber halt so eine klassische Brand, ne, jetzt nehmen wir Adidas, da ist relativ klar, wer diese Lizenz hat. Ja, da kann jetzt nicht irgendwie jeder hingehen und sagen, oh, cool, alles klar, ich nehme mir das Adidas-Logo und mache da irgendwie was Eigenes Lustiges draus. So wirst du verklagt, klar, natürlich Plagiate und alles Mögliche gibt es trotzdem. Jetzt hast du ja so eine irgendwie, sagen wir mal, eine NFT-Kollektion, sagen wir mal, du hast 10.000 Items in dieser Kollektion drin. Und diese Items sehen ja durchaus auch alle anders aus. Ja. Ja? So, wer sagt mir oder wie diese Sicherstellung, dass eine Person oder dass ein Produkt, das sozusagen gebrandet ist, eben zum Beispiel mit einem Bored Ape, dass entweder dieser NFT wirklich auch gehalten ist, dass da wirklich dahinter steht, oder dass das halt nicht irgendein Fake ist. Niemand kennt irgendwie alle Trades der Bored Apes auswendig und wenn ich dir jetzt einen Bored Ape hinklatsche und den ich selber gebastelt habe mit irgendwelchen Trades, die ich zusammengeschustert habe, wirst du wahrscheinlich nicht sagen können, ob das jetzt wirklich ein Bored Ape aus der Collection ist oder ob das halt irgendein hingeschusterter ist. Also dieses Faken sehe ich irgendwie, dass da ein Problem entstehen könnte, weil die Transparenz im Markt gar nicht vorhanden ist für den Konsumenten am Ende des Tages, ob ein Produkt wirklich auf einem NFT basierend ist und auf den echten Lizenzen oder eben nicht. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ja, aber das Problem haben wir doch jetzt auch schon. Also wenn du jetzt sagst, ich bin im Urlaub und kaufe da irgendwie ein Nike-Shirt, da gibt es auch gewisse Kriterien oder Hinweise, ob das jetzt echt ist oder nicht. Am Ende hast du ja immer die Möglichkeit, auf der Blockchain nachzuprüfen, Etherscan, ist es jetzt gerade ein echtes Asset, ja oder nein, was hinterlegt ist. Natürlich, man vergisst so schnell, wie früh wir sind in diesem, das ist alles die ersten Experimente, das ist so, ich vergleiche das mal so, Jahr 2000 Maximum, also eher 1995, wo es ums Internet ging, so wusste ich auch nicht, bin ich auf der echten Webseite Adidas oder bin ich auf irgendeiner gefälschten Seite Adidas? Ja, das stimmt schon, und ich meine, eigentlich ist es ja gerade bei NFTs, ne, du kannst das halt einfach transparent nachprüfen, ob das wirklich halt das richtige Item ist, ne? Das ist schon gar nicht so, da sehe ich schon gute Cases drin. Okay, was ist noch so dein, aber wie bringst du das auch in die Community mit rein, also ist das was, worüber ihr da auch spezifischer sprecht, weil das dich so besonders interessiert, dieses IP-Thema? Oder das kommt, wie was ich gerade sagte, das kommt ein bisschen auf denjenigen an, der gerade irgendwie mit dabei ist. Also wir haben ja auch in unserer Community sind Künstler, da sind ganz normale Menschen, die sagen, ich möchte gerne vielleicht versuchen, Geld damit zu verdienen. Es gibt Menschen, die sagen, ich möchte einfach nur offen für Technologie sein. Wir haben auch mal einen Anwalt mit dabei oder so, der sich informieren möchte, oder einen Steuerberater, was passiert denn da und was muss ich eigentlich wiederum für meine Klienten wissen, wenn die anfangen damit. Und gerade dieses ganze Thema, auch ich besitze IP-Rechte, verleihe die weiter. Also es gibt einen dieser, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, der irgendwie 80 Bored Apes besitzt. Ja, gibt es glaube ich ein paar, aber Franklin ist so super bekannt, glaube ich. Ich glaube, den hatte ich letztens in einem Twitter-Space gehört, der hat 25 Bored Apes jetzt vermietet. Ja, der tradet die Dinger auch wild hin und her, glaube ich. Ja. Also das ist wirklich so, der tradet einfach mit Bored Apes, wo ich auch manchmal denke so, wow, okay. Ja, aber der hat jetzt den Deal gemacht für 500.000 pro Jahr, irgendwie über 5 Jahre sind die vermietet an irgendwie einen großen Konzern, Hollywood-Konzern. Und dann kann halt der Konzern damit arbeiten, ne? Und das ist wieder, habe ich vorher auch, ich muss natürlich prüfen als Unternehmen, wenn ich mir Lizenzrechte miete oder für einen bestimmten Zeitraum nur hole, dass ich vorher meine Due Diligence mache und überprüfe, hat der die Ansprüche überhaupt und sind die überhaupt echt? Also und du musst auch als Company dann, glaube ich, einfach eine Due Diligence machen gegenüber dem Projekt, das sozusagen dahinter steht. Ne? Genau. Also, weil wenn du als Company, als Brand tatsächlich dann ein anderes Asset nutzt, um sozusagen da irgendwie eine Art Kollaboration oder sowas zu machen und dann schmieren die ab, weil, keine Ahnung, gescammt oder was weiß ich was, dann hast du halt als Company auch ein Riesenproblem. Aber das hast du auch heute. Hast du heute genauso, 100%. Du buchst den Star und sagst, ey, super, der ist total berühmt und dann twittert er plötzlich irgendwelche judenfeindlichen Sachen und plötzlich möchtest du nicht mehr damit. Ja, hatten wir ja vor nicht allzu langer Zeit. Also so, da hast du das gleiche Problem als Firma. Ja, das sind absolut genau die gleichen Probleme, die wir vorher auch hatten. Und da geht es dann eher darum, sehe ich die Gründer des Projekts, halt, nehmen die das ernst? Sind die dahinter? Was steckt dann dahinter? In welche Richtung wollen die auch? Auch so dieses Ganze, nur weil Bored Ape jetzt gerade schon angesagt ist, wenn die
viel tiefer noch in diese Gamification gehen wollen. Und auch wenn du es guckst mit 10KTF, da sind jetzt Maschinengewehre oder sowas auch so. Ist das, passt das zu meiner Marke? So, will ich das überhaupt? Und wenn ich eigentlich irgendwie sage, das passt überhaupt gar nicht zu meinen Werten, ja, dann nehme ich halt eher nicht ein Bored Ape, um meine Produkte damit zu bewerben. Ne? Ja, 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 kann ich verstehen. Ja. Wirst du irgendwann deinen normalen, ich sag mal, Dayjob aufgeben und dich dem Ganzen voll widmen? Bewegt sich das in die Richtung schon oder noch nicht? Das weiß ich nicht. Eine meiner Fantasien ist ja, dass mein Dayjob irgendwann zu einem Web3-Job wird. Also das ist ja, okay, das wäre ja, ja perfekt ja. eigentlich, wenn ich so mein Hobby und das, wo ich eigentlich für brenne, ja auch zusammen mit meinem Job, den ich auch mega mag. Also wenn wir das kombiniert kriegen irgendwann, ich glaube, und da geht's ja häufig hin, da geht's in vielen Jobs, glaube ich, hin, dass sich das immer mehr verschmelzen. Ja, ja, nee, das glaube ich, ich auch. Trefft ihr euch als Community auch tatsächlich regelmäßig? Wie heißt denn die Community? Okay, also der Stammtisch ist einfach nur NFT-Stammtisch. Ja. Ganz einfach zu finden. NFT-Stammtisch.de. Wo? Also einfach die Webpage. Ja, okay. Ja. Ja, ja. Und wir haben letztes Jahr haben wir ein Event gemacht in Amsterdam. Das hatten wir als Live-Event dann auch gemacht, haben uns alle getroffen. Und jetzt haben wir im März, 25. 26. März, haben wir eine Online-Konferenz. Nennt sich dann ogcon.online. Also OG. Ah, ogcon. Ja, 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 genau. Doch, das sagt mir was. Ja, ja, ja. Also ogcon.online. Ist kostenfrei und da ist auch wieder das Gleiche. Jeder, der sagt, ich habe mal was davon gehört von NFTs, möchte gerne mehr erfahren, da gehen die ersten Vorträge genau um diese Themen, Onboarding, ganz langsam gucken, worum geht's hier überhaupt, bis hin, dass wir dann, wir haben einen kurzen Auftritt von Gary Vaynerchuk, wir haben Sandbox da, die haben gerade zugesagt, wir haben World of Women mit dabei, also auch Top-Projekte, weltweit große Top-Projekte, die da sind. Und wir haben ein paar deutsche Projekte, die sich vorstellen. Cool. Ja, also. Okay, also im Prinzip ein bisschen was für alle. Also sprich, keine Ahnung, wenn jemand Frau, Freundin oder Freund oder Kinder oder was weiß ich, wen damit reinschleifen möchte, dann ist das möglich. Aber genauso kann man irgendwie wirklich auf Expertenniveau definitiv sprechen. Definitiv. Also ich glaube, wenn du jetzt selber jemand bist, der 12 Stunden am Tag nur flippt und keine Ahnung, ich soll sagen, hey, sind wir vielleicht nicht die richtige Veranstaltung. Ja, ja, ja. Aber für jeden, der sagt, hey, vielleicht kriege ich nochmal irgendwie ein paar coole Insights oder so. Oder gerade was du sagtest, ich bin selber vielleicht schon im Space, aber mein Kumpel sagt, ich habe mal zugehört, aber ganz verstanden habe ich es noch nicht. Für die Leute ist definitiv das Richtige. Ja, okay, cool, alles klar. Gut, dann Richtung Abschluss. Dann lasse ich dich wieder auf die NFT Paris. Ein paar kurze, schnelle Fragen. Du antwortest einfach, was deine favorisierte Option ist. Bitcoin oder Ethereum? Ethereum. Okay, das ging schnell. Twitter oder LinkedIn? LinkedIn. OpenSea oder Blur? OpenSea. Bored Ape Yacht Club oder CryptoPunk? CryptoPunk. Croissant oder Pain au Chocolat? Croissant. Also, alles klar, dann gönn dir noch ein paar Croissants hier. Benno, ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst. Mega. Viel Spaß, viel Erfolg mit der Community und viel Erfolg vor allem mit der OG-Con. Ich pack das in die Shownotes rein, also wer da mitmachen möchte, meldet euch da gerne an und kontaktiert Benno direkt und alles Gute dir. Ja, cool, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns gerne ein Like da, klick auf Abonnieren, mach eine Bewertung und schau auf jeden Fall auch mal auf unsere Social Media Kanäle sowie den Newsletter. Dort findest du immer alle News rund um Kryptoticker, der Podcast. Und jetzt einen schönen restlichen Tag, Abend oder Morgen und bis zum nächsten Mal.